Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen. Heute mit einem Interview, das wir hier bei uns bei Xenagos führen, mit einem alten Bekannten, der war schon mal hier. Sascha Raabe, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Danke für die Einladung und auch an die Community. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Fand ich auch schön. Sascha ist bei der Deutschen Vermögensberatung. Wir haben uns letztes Mal so ein bisschen über seine Philosophie, wie er dazu gekommen ist und so weiter. Vermögensberatung hat ja auch nicht überall einen guten Ruf. Gerade das Thema Versicherung, das haben wir aufgearbeitet. Das heißt, wenn dich das interessiert, ich verlinke das nochmal, ist ein bisschen älter die Folge. Aber was ja auch interessant ist, also ich unterhalte mich immer gern mit Leuten von der Vermögensberatung aus der Versicherungsbranche, weil halt ein paar Themen zusammenkommen. Das ist einmal das Thema Verkaufen. Und das Thema Recruiting. Ne? Ganz viel Recruiting ist ja auch eins deiner Hauptthemen. Ja. Der Sascha hat mich angerufen vor 2 Wochen und hat gesagt, er hätte da so ein Thema Recruiting, wo du auch Vorträge zu hältst und so weiter. Und das würde er gerne hier mal mit uns diskutieren. Und das ist die Recruiting-Lüge. So ist es, ganz genau. Und das gilt tatsächlich nicht nur für unsere, nicht nur für meine Branche, nämlich die Branche der Finanzdienstleister, sondern das gilt ganz grundsätzlich für alle Branchen. Wir haben ja War of Talents, also insofern die Anzahl der potenziellen Mitarbeiter, Geschäftspartner, ob das jetzt im Finanzdienstleistungsbereich ist, ob das im Network Marketing ist, ob das im Marketing im Allgemeinen, im Sales im Allgemeinen ist, das gilt ganz grundsätzlich erstmal für alle Branchen. Das Thema Recruiting wird anspruchsvoller. Ich finde das eigentlich auch gut, weil das, glaube ich, auch die Unternehmen auch ein bisschen zum Umdenken zwingt. Also ich habe das früher oft erlebt, teilweise ist immer noch diese Denke, dass Bewerber ist eigentlich so eine Ware, ja, genauso wie Drucker oder sowas, ja, die kommen dann halt rein und dann sucht man sich welche aus und die anderen wirft man wieder weg und so weiter. Ich glaube, das zwingt uns alle zu einem Umdenken. Mein Mantra ist immer, du musst die Kandidaten wie Kunden behandeln. Ja. Ne? Ist schwierig, auch für mich, auch für meine Berater, die eigentlich davon leben. Ne? Es ist auch schwierig, diese Umdenken, aber es hilft auf jeden Fall. Ne? Absolut. Und das Thema Recruiting-Lüge ist tatsächlich, und das gilt auch wieder für ganz viele Branchen, auch in unserer ist es so, die Menschen laufen immer noch rum und erzählen, wen sie alles nicht einstellen sollen. Und das ist, und ich bin da mal sehr, sehr klar, das ist Bullshit. Ja, also da ist es so, wenn heute noch jemand durch die Gegend läuft und sagt, stell diese Gruppe, diese Gruppe, diese Gruppe, und wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Gruppen ein, nicht ein, dann macht es das Sichtfeld einfach kleiner und du wirst nicht so erfolgreich sein im Recruiting, wie du es sein könntest. Du wirst nicht die Mitarbeiter haben, die dein Unternehmen nach vorne bringen, wenn du erstmal anfängst, dir zu überlegen, wen du alles nicht einstellen willst. Und so gibt es so die Klassiker, na, stell keine Menschen ein unter 25, weil die haben noch zu wenig Erfahrung. Das ist natürlich Quatsch, weil es kommt da auf den Charakter an. Ich habe in meinem Team Menschen, die sind unter 25 unglaublich agil, unglaublich aktiv. Mhm. Und ich habe 18-, 19-Jährige, die viel, viel Seriosität, viel mehr Seniorität ausstrahlen als mancher 35-Jähriger. Und ich habe im Team Menschen, die haben einfach, weil sie viele, viele Gelegenheiten haben, mittlerweile auch ein so fundiertes Fachwissen, die lernen ganz viel und sind mittlerweile auf einem tollen Niveau. Und das kannst du auch mit 18, 19, 20 erreichen. Das geht nicht erst ab 25 los. Also an der Stelle erstmal so die erste Recruiting-Lüge. Du darfst auch Menschen einstellen, die unter 25 sind. Und bei uns im Unternehmen gibt es auch Kollegen, die haben mit 18 gestartet und sind dann ganz schnell in die höchsten Stufen gekommen. Aber das sind diejenigen, die auch einen tollen Charakter haben. Und insofern, man darf auch tatsächlich Menschen an Bord nehmen, die unter 25 sind. Anderes Beispiel, stell keine Menschen ein über 35, weil die sind nicht mehr, die sind nicht mehr lernbereit. Und auch das ist natürlich Quatsch. Ich habe bei mir im Team auch Menschen, die älter sind. Ich selber habe den Sprung ins Unternehmertum mit 38 gewagt und ich habe das als immer sehr, sehr positiv empfunden. Habe ein tolles Team aufgebaut, habe ein tolles Business aufgebaut
Und natürlich ist es wichtig, immer dann, wenn du was Neues machst, in ein neues Unternehmen kommst, lernbereit zu sein. Aber natürlich ist es auch so, dass Menschen über 35 lernbereit sein können. Wir haben gestern gerade die Beförderung einer Kollegin gefeiert, die hat erst Ende 40 gestartet, ist jetzt 50 Jahre alt, hat jetzt gestern ihre erste große Beförderung gehabt. Wir sind alle super stolz auf die Kollegin. Und wer lernbereit ist, der kann auch mit über 35 noch seinem Leben einen Change geben und in einem neuen Unternehmen, im neuen Business ganz erfolgreich sein. Ich glaube, das sind halt immer diese komischen Filter, die wir alle im Kopf haben, ne? Wo man, seltener gehört, dass man sagt, ja, stell keine Frauen ein, die irgendwie jünger als 40 sind, weil die werden ja schwanger irgendwann und dann sind die nicht mehr da und so weiter. Also wir haben uns da nie von beeinträchtigen lassen und die sind dann auch schwanger geworden, die sind dann aber auch wiedergekommen. Und die haben die ganze Erfahrung ja mitgebracht, plus die Erfahrung aus der Erziehung. Wir haben jetzt sogar zwei Mitarbeiter, die kommen jetzt nach der zweiten Pause wieder zurück. Ja, man muss, glaube ich, auch ein bisschen umdenken. Menschen sind auch keine Maschinen und keine Ware, sondern da muss man halt auch mitdenken und so weiter. Und das zahlt sich aus. Oder auch das Thema Teilzeit, ne? Es gibt ganz viele Personalberatungen, das ist Teilzeit unmöglich. Wir haben das eigentlich schon von Anfang an gesagt, ja, warum denn nicht? Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich Recruiting-Lüge. Ne? Stell keine Frauen ein, weil entweder werden die schwanger oder die wollen nach der Erziehungszeit, wenn sie denn Kinder haben, vielleicht nur noch in Teilzeit arbeiten. An der Stelle 70% meiner Mannschaft sind Frauen. Und ich kann dir eines sagen, die sind so genial organisiert. Also die Frauen in meinem Team können Organisation viel, viel besser als Männer. Die mussten das ja lernen. Ne? So ist es. Und die können in Teilzeit, schaffen die häufig viel mehr als Männer, einfach weil die zum Teil durch das Thema Kindererziehung, zum Teil durch das Thema Familienplanung, Familienorganisation so stark darin sind. Also ich wünsche jedem, der rekrutiert, Frauen, die organisieren können, weil das ist ein Traum. Und an der Stelle auch jeder, der da draußen rumläuft und sagt, gerade im Vertrieb, stell keine Frauen ein. Manchmal ist es ja so, die Vertriebsbranche ist schon noch ein bisschen machohaft. Das ist grundsätzlich falsch. Wir dürfen da Frauen an Bord nehmen. Gerne. Und die sind gerade, was das Thema Vertrieb angeht, Organisation angeht, aus meiner Erfahrung extremst stark. Also es ist eigentlich in den meisten Branchen, wir haben immer, also bei euch ist es glaube ich ein bisschen anders, eigentlich immer Frauen sind unterrepräsentiert im Vertrieb. Ja. Ne? Also je technischer es wird, umso mehr ist es eigentlich so. Aber wenn du mal eine Frau triffst, ist die meistens exzellent. Ja. Ja? Also ganz oft, dass du Vertriebsmannschaften hast mit wenig Frauen, aber die sind eigentlich immer ganz weit oben dabei. Ja. Ne? So, und das ist auch bei uns so. Also die Frauen, die ich in meiner Mannschaft habe, hervorragend ausgebildet, sehr, sehr stark fachlich, sehr nah am Kunden, mit einer hohen Empathie und Organisation kriegen die häufig viel besser hin als die Männer. Ja. Und an der Stelle wirklich erster Punkt, wir dürfen Menschen einstellen unter 25, wir dürfen Menschen einstellen über 35, wir dürfen selbstverständlich auch Frauen einstellen. Ja, und das nächste Thema kommt. Warte mal, ich muss mal was zum Thema gerne. Teilzeit sagen. Ich war am Wochenende jetzt auf einem Event von Patrick Greiner, ja. Deine beste Investition, der macht ja auch so Finanzen, und da war der Calvin Hollywood. Mhm. Ja. Ja, Calvin Hollywood ist auch so ein Coach, Fotograf, ja auch Unternehmercoach, also echt ein sehr, sehr cooler Typ, und der hat gesagt, dass er, dass sie einen 4-Stunden-Tag haben. Das heißt, die arbeiten an ihren Aufgaben nur vormittags, und der Nachmittag ist eigentlich nur dazu da, sich weiterzubilden, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, zu netzwerken und so weiter. Und das ist das zweite Mal, dass ich das gehört habe. Bei mir arbeitet das noch. Aber was ich daraus mitgenommen habe, ist eigentlich, dass du gerade bei Teilzeitleuten, ne, die dann vielleicht nur 4 Stunden arbeiten, und das ist ja bei vielen Leuten so, du bist zwar 8 Stunden da, aber eigentlich hast du nur 4 Stunden, wo du wirklich, wirklich was auf die Rille kriegst. Und den Rest der Zeit machst halt irgendwelche anderen Sachen. Ne? Und die Teilzeitleute, die sind halt viel, viel fokussierter.
Ja, die sagen halt, ich habe nur 4 Stunden, ich muss jetzt genau die Sachen machen, die mich nach vorne bringen. Und die würdest du wahrscheinlich, viele Leute, die 8 Stunden oder mehr arbeiten, wenn die diese 4 Stunden voll durchziehen würden, dann bräuchten die gar nicht so viel zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, die Nachricht, die da auch drinsteckt. Unbedingt. Und da ist es natürlich auch so, ich sag mal, Routinen im Business, das ist ja auch so ein Sales-Geheimnis, ne? Schaff dir Routinen, weil wenn du Routinen hast, dann bringt dir das wieder Raum und Zeit und Platz für Kreativität. Das heißt, wenn du deine Dinge in Routinen abarbeitest, dann hast du anschließend die Chance, Kreativität freien Lauf zu lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig, deswegen die Standarddinge in Routinen zu machen, ja, und dann funktioniert die das. Die fiesen Sachen als erstes am besten. Genau. Und das ist nicht genau. E-Mail. Ja, ich habe dir schon ein paar Mal was drüber gesagt. Also am besten nicht als erstes die E-Mail morgens aufmachen. Ne? Ich sage ja immer, morgens hast du, ich habe ja gerade so einen Podcast auch gemacht zum Thema Arbeitsorganisation vor ein paar Wochen. Es gibt ganz viele Leute, das ist das Erste, was die machen. Die setzen sich hin und bearbeiten erstmal eine Stunde lang E-Mails. Da hast du schon einen Großteil deiner Energie eigentlich schon weg. Ja? Und ich sage eigentlich immer, also bei mir zum Beispiel, ich mache den Rechner die erste Stunde eigentlich gar nicht an. Sondern ich beschäftige mich wirklich nur mit Sachen zu denken, zu organisieren, zu planen und so weiter und so weiter. Ja, und auch mit Menschen. Also wenn ich morgens ins Büro komme, das Erste, was ich mache, ist die Menschen in meinem Büro treffen, in den Arm nehmen und reinspüren, wo kann ich helfen, wo kann ich unterstützen. In dieser Zeit kriegst du ganz viel Gespür dafür. Im Laufe des Tages geht das unter, aber gerade wenn du morgens reinkommst, dann kommen ganz viele Vibes. Und insofern ist es ganz wichtig, dann sich auch für die Menschen Zeit zu nehmen. Ja. Also man sagt auch, über deine Entscheidungsfähigkeit leidet über den Tag. Ja. Also die nimmt einfach ab, weil du halt, das ist uns nicht so bewusst, aber du hast halt nur eine gewisse auch Entscheidungsenergie. Ja. Und je mehr Entscheidungen du den Tag übertriffst, also sei es große oder kleine, ja, trinke ich jetzt Kaffee oder Tee oder was esse ich heute, das zählt alles mit dazu, das sinkt ab. Und also ich merke das bei mir abends oft. Gestern Abend haben wir zum Beispiel noch gesessen, da war eine relativ wichtige Entscheidung zu treffen. Und ich so, ganz ehrlich, ich schaffe das heute nicht mehr. Also ich würde gerne das morgen machen, diese Entscheidung treffen, morgen früh. Ja. Ganz genau. Ja. Also insofern, gute Idee, mit Routinen zu arbeiten. Ja. Was ist noch so der Klassiker in der Recruiting-Lüge? Stell keine Menschen ein mit Migrationshintergrund. Also auch gerade bei uns in der Finanzdienstleistungsbranche höre ich immer so einen Quatsch, ja, zum Thema beispielsweise, wir haften ja auch zum Teil für die Produktqualität 5 Jahre. Das heißt, wenn der Kunde vor Ablauf dieser Zeit, manchmal ist es 1 Jahr, manchmal sind es 5 Jahre, manchmal ist es ein bisschen länger, wenn der Kunde vor Ablauf dann dieser Zeit das Produkt nicht mehr nutzen möchte, dann müssen wir zum Teil zurückzahlen. Übrigens an der Stelle, es kommt überhaupt nicht darauf an, welche Sprache jemand spricht, sondern es kommt darauf an, ob der Kunde A, die finanziellen Mittel hat, das Produkt zu erwerben, und B, auch den Intellekt hat, dieses Produkt zu verstehen und warum das für ihn Sinn macht. Es kommt überhaupt nicht darauf an, welche Sprache. Es kommt immer nur auf das Thema Einkommen und Bildung an. Und an der Stelle kannst du natürlich mit jeder Sprache erfolgreich sein. Gut, du bist ja schon die Sprache des Kunden sprechen, oder? Unbedingt. Und das hilft schon, oder? Unbedingt. Und auch da ist es so, ich habe bei mir im Team 11 Sprachen. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist super, weil wir häufig in einem noch nicht verteilten Markt sind. Na, und wir sind tatsächlich, wir bieten eine Dienstleistung an, neben der exzellenten Beratung in Vermögensfragen auch noch diese exzellente Beratung in der Muttersprache des Kunden. Und das hat natürlich riesengroße Vorteile. Und das bieten wir nicht nur an in Braunschweig. Mein Hauptsitz ist in Braunschweig, sondern bundesweit. Also wir haben Standorte von München bis hoch an die Ostsee und dann vom Berlin bis in den Westen bis nach Köln, und insofern sind wir einmal quer über das Bundesgebiet verteilt und können wirklich den Kunden Mehrwerte anbieten. Und deswegen ist meine Empfehlung, und das gilt auch nicht nur für meine Branche, gilt für alle anderen Branchen, wir haben zum Teil exzellent ausgebildete Menschen hier in Deutschland, die in Berufen aktiv sind, die sie unterfordern. Und diejenigen rauszufinden, diejenigen an Bord zu nehmen, und du wirst immer Riesenspaß haben. Ich möchte ein Beispiel machen. Ich habe ja auch viele, viele Jahre für Banken gearbeitet, und unter anderem wollte ich mal einen Mitarbeiter einstellen für den mobilen Vertrieb dieser damaligen Bank. Und da derjenige zwar sehr engagiert war, aber nicht
perfekt Deutsch gesprochen hat. Deswegen bin ich dann angerufen worden von einem Personaler aus Frankfurt, der sagt, Herr Rabe, denken Sie noch mal drüber nach, wollen wir denjenigen tatsächlich an Bord nehmen? Kenne ich. Weißt du, was passiert ist? Derjenige ist heute in dieser Bank mein Nachfolger als Direktor dieser Bank. Der ist fleißig, der ist engagiert. Und der hat immer noch einen Akzent wahrscheinlich, ne? Und der hat immer noch einen Akzent. Der ist kundenorientiert und der ist heute mein Nachfolger als Direktor dieser Bank. Also haben Sie ihn genommen? Ich habe den genommen. Ich musste quasi dafür bürgen. Ich habe dann gesagt, ja, ich lege da meine Hand ins Feuer. Und das ist genau der Punkt. Es kommt nicht darauf an. Ich glaube, da sind noch zwei wichtige Punkte drin. Ja. Das eine ist, das sage ich auch immer im Vertrieb, wir sprechen, ich habe jetzt auch letztens so eine lange Diskussion gehabt zum Thema Provisionen und so weiter. Und ja, man soll auch für das Unternehmen arbeiten und nicht für seinen eigenen Lohn und so weiter. Wo ich sage, ja, aber andererseits, und das ist auch gerade bei diesen vielen Menschen mit Migrationshintergrund, ist die Arbeit im Vertrieb ist A, relativ, eigentlich diskriminierungsfrei. Das heißt, es kann keiner mehr zu dir sagen, du darfst das nicht, weil du bist Ausländer oder sowas. Wenn du erfolgreich bist, bist du halt erfolgreich. Und wenn du erfolgreich bist, verdienst du einfach deutlich mehr Geld als in vielen anderen Jobs. Das heißt, wenn du sozial aufsteigen willst, und du hast es ja eh schwer als Migrant, egal was du für eine Ausbildung hast, du hast es in Deutschland immer schwerer als jemand, der hier geboren ist, bist du im Vertrieb meistens ein ganzes Stück schneller und verdienst auch deutlich mehr, als wenn du jetzt das woanders machen würdest. Das ist das eine. Und das andere, ich war letztens bei einer Vertriebsmannschaft von einer Brauerei. Es waren 20 Männer, alle so Mitte 50, Mitte, Ende 50. Man hat auch gesehen, was für ein Produkt die verkaufen. Also man konnte den Leuten das ansehen, was die für ein Produkt verkaufen. Ne? Und der Vertrieb lief nicht mehr so gut. Und der Vertriebleiter hat gesagt, von denen kommt gar nichts. Wenn wir sagen, was können wir anders machen oder so, nichts. Ja? Das ist klar. Ich meine, es ist keine diverse Mannschaft. Das bildet ja auch gar nicht den Kundenkreis mehr ab. Du hast 50 ältere, also du hast 20 ältere Männer da sitzen, ja, die irgendwie seit 20 Jahren den Job machen, da kommt nichts mehr. Ja? Aber wenn du dann diverse Mannschaften siehst, wo du junge Leute hast, alte Leute hast, Männer, Frauen, Leute, die hier geboren sind, Leute, die woanders geboren sind, dann haben die natürlich auch ganz andere Vibes und du hast eigentlich immer, sagst du, ah, bei dem Kunden, das ist jetzt gerade irgendwie jemand mit türkischen Wurzeln eingestellt worden, da schicke ich doch meinen Kollegen hin, der auch türkische Wurzeln hat, ja, weil das wird wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Perfekt, genau so ist es. Und alle profitieren voneinander. Das ist ja, das macht ja unser Leben auch besser, weil wir immer wieder positive Impulse haben. Also an der Stelle, und das ist eine Kernmessage, es kommt auf den Charakter an, wenn derjenige fleißig ist, engagiert ist, kundenorientiert ist, wenn derjenige Menschen mag, dann kommt es nicht darauf an, ist das ein Mann oder eine Frau, es kommt nicht darauf an, von wo der herkommt, ob das aus Bayern ist oder aus der Türkei, aus Italien, Spanien oder aus Mecklenburg-Vorpommern. Es kommt da möchte ich nochmal drüber reden. Es kommt wirklich nur auf den Charakter an. Das gilt für die Einstellung. Meinung. Ich sage immer die Einstellung. Ja. Wir sagen eigentlich immer Leistungswille, ne? Also dass die Leute was tun wollen, weil das kannst du nicht, also ich sage ja auch immer, es gibt nicht nur eine Recruiting-Lüge, es gibt auch eine Motivationslüge. Mhm. Ne? Du kannst die Leute nicht motivieren. Also wenn die von sich aus nicht wollen, ne? Einstellung ist was in uns drin ist, dann wird es nichts. Ne? Ich meine, du hast manchmal natürlich auch formale Themen, also wenn du Gehirnchirurg werden willst, dann hilft das halt nicht nur, also das hilft auch, Leistungswille und Lernfähigkeit, aber du musst dann halt schon, glaube ich, Facharzt sein für Chirurgie, Gehirnchirurgie, aber bei ganz vielen Jobs, die wir jetzt haben und du siehst ja auch, dass die Berufsbilder verändern. Ne? Also wenn ich die Leute gesehen habe, die vor 20 Jahren Versicherungen verkauft haben, das sind ganz andere Typen, als du heute da siehst. Ne? Das sind auch ganz andere Charaktere da drin und deswegen, glaube ich, müssen wir da auch flexibler sein. Ne? Wir wollen ja auch was dazulernen und so. Ne? Ja, und da ist es so bei mir in der Mannschaft. Wir brauchen nicht diejenigen, die rausrennen und dann den Baum umschmeißen und anschließend feststellen, ist der falsche Baum gewesen. Oder die anhauen, umhauen, abhauen. Die brauchen wir alle nicht, weil die werden bei uns nicht glücklich. Bei uns werden die glücklich, die ein bisschen zurückhaltender sind, die ein bisschen näher am Kunden sind, die ein bisschen überlegt sind und dann aber durch Nachhaltigkeit, durch Kundennähe genau den Erfolg schaffen, den wir letztendlich brauchen. Du hast es jetzt eben noch angesprochen, nochmal ein weiterer Punkt, Recruiting-Lüge, das ist das Thema Vorbildung. Na, es wird manchmal gesagt, stell keine Akademiker ein, weil die hinterfragen so viel und die kommen nicht ins Handeln. Ist natürlich Quatsch,
Weil du kannst natürlich einen Akademiker an Bord nehmen und der kommt sofort ins Handeln, weil der vielleicht auch während seiner akademischen Ausbildung immer sofort ins Handeln gekommen ist und der hat eine hohe Akzeptanz in seiner Community. Und jetzt nur mal als Beispiel, eine meiner stärksten Mitarbeiterinnen ist eine Frau, ist 22 Jahre alt und hat studiert. Im Übrigen, die ist auch noch Spanierin, also da trifft alles so ein Stück weit zusammen. Ganz starke Kollegin. Ich finde es echt interessant, dass mittlerweile Akademiker diskriminiert werden. Ja. Also ja. Früher war es immer andersrum, dass du ohne Studium nichts werden kannst. Es gab jetzt ein Interview mit Frank Thelen, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur gehört, wo der gesagt hat, er investiert in keinen Firmen, wo es einen Akademiker gibt, er investiert nur in Firmen, wo Studienabbrecher drin sind. Finde ich auch interessant. Ja, und da ist es so, meine Message, und die gilt ja über alles, guck dir denjenigen an, guck dir den Charakter an, krieg ein Gefühl für denjenigen. Aber du hast gerade gesagt, nicht älter als 35. Ich würde auch sagen, ja, ist eigentlich egal. Na klar. Ja, also solange die Leute noch lang genug auf dem Spielfeld sind. Also ich meine, ich bin jetzt 53, werde jetzt 54. Ich fühle mich noch sehr in den Arbeitsmarkt integriert irgendwie. Ja. Unbedingt. Also auch da, das Thema ist natürlich wichtig. Und ich habe auch Kolleginnen und Kollegen bei mir im Team, die älter sind. Also wie beispielsweise die Kollegin, die jetzt über 50 ist, erstmals befördert worden. Ich habe auch einen dabei, der ist deutlich über 60. Der sagt, in meinem Business war mein Vertrag irgendwie mit 65 beendet. Ich fühle mich aber nicht so, dass ich zu Hause sitze. Ich möchte noch mitspielen. Vielleicht und das müssen auch noch mitspielen. Super. Ne? Und der hilft gerade auch Jungen. Und so entwickeln wir uns natürlich auch wieder weiter. Ne? Die Jungen helfen ihm weiterzukommen und er hilft den jungen Partnern. So ergänzen wir uns. Ja. Übrigens auch noch mal so ein Satz. Und dann haben wir auch mal das so rund, all die Dinge, die ich so identifiziert habe, diese innere Recruiting-Lüge. Das ist so das Thema, stell keine Menschen ein, die nicht mindestens Realschulabschluss haben. Wo ich auch sage, das ist natürlich Quatsch. Es kann natürlich denjenigen geben, der in dem klassischen Bild des Lernens, wie wir ihn in der Schule haben, nicht erfolgreich war, aber später im Unternehmertum oder im Sales eine unheimliche Kundennähe hat und dann funktioniert das super. Also an der Stelle Message, guck dir denjenigen an, krieg ein Gefühl dafür und wenn du sagst, der passt charakterlich, weil der ist fleißig, engagiert, na, will sich weiterentwickeln, dann ist es der Richtige. Und wenn der charakterlich passt, dann oder nicht passt, dann ist es völlig egal, was er studiert hat. Und ob überhaupt. Was er vorher gemacht hat, wie er Erfahrungen hat und so weiter. So ist es, weil Unternehmen zahlen ja nicht für Wissen, sonst würden alle Professoren die reichsten Menschen der Welt sein, sondern Unternehmen, wie auch das Unternehmertum, zahlt für Können. Ja, ich wollte noch eins, genau, aber weißt du, warum das so schwierig ist und glaub, warum viele Leute sich dann trotzdem an diesen Regeln festhalten? Weil ich meine, woran entscheidest du denn dann noch? Was soll ich denn als Recruiter, was soll ich denn jetzt noch gucken im Lebenslauf? Ja, und meine Nachricht daran ist immer, du musst den Lebenslauf eigentlich weglassen, du musst mit den Leuten reden. Perfekt, genau so ist es. Reden, sprechen und auch nicht oberflächlich sprechen, sondern versuche in der Zeit eine Beziehung zu demjenigen aufzubauen. Versuch zu verstehen das Motiv hinter dem vorgenannten Motiv. Und dann wird es funktionieren. Also ich bin überzeugt, erst stimmt die Beziehung und dann stimmt's Geld. Wenn die Beziehung nicht stimmt, dann wird es auch nichts im Business. Das heißt, wie machst du das? Wie rekrutierst du? Ich lade Menschen, die sich bei mir bewerben. Ich schaffe über meine Social-Media-Aktivitäten viele Gelegenheiten, dass sich Menschen bei mir bewerben. Ja, das kann man so sagen. Der Sascha ist auf Facebook, ist ja echt eine Granate. Und dann ist es so, wir kriegen Bewerbungen und die kann ich nicht alle selber treffen. Insofern, ich suche auch immer weiter Menschen, die mir da an der Stelle helfen und die werden dann auch terminiert. Wir nehmen uns Zeit für jeden Bewerber. Und wenn macht ihr ein Telefoninterview oder ladet ihr sofort ein? Wir machen ein Telefoninterview am Anfang, dann laden wir ihn oder sie zum persönlichen Gespräch ein und dann entscheiden wir die nächsten Schritte und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für den einen gibt es die Möglichkeit so eines leichten Einstieges, der kann dann nebenberuflich mal ein Gefühl für die Branche entwickeln. Oder wenn wir einen Branchenprofi haben, der kann dann uns kennenlernen, ohne kündigen zu müssen bei seiner Bank oder bei der Unternehmung, wo er aktiv tätig ist, aktuell, lernt uns erstmal kennen. Und wenn es dann passt, dann kann er kündigen, wechseln und wechselt mit ganz, ganz viel Sicherheit. Bei euch sind die Leute ja selbstständig, ne? Aber ich glaube, dass dieses Modell,
auch für alle Unternehmen interessant ist, ne? Weil ja, die Arbeitswelten ändern sich, die Jobs sind ja lange nicht mehr so standardisiert, wie man das früher vielleicht gemacht hat. Und wir versuchen ja auch den Leuten immer einen Schnuppertag zu geben, dass die halt immer reinschauen können und einfach mal sehen können, okay, so reden die Leute miteinander, so wäre der Job und so weiter. Wir machen halt auch ein sehr intensives Onboarding, wo wir halt die Leute halt möglichst schnell auch an die an dahin führen, wo man sagt, okay, da ist eigentlich, wo die Leistung abgegeben wird. Ne? Weil ich habe ja das Gefühl, dass ganz viele Leute dann halt viel zu spät merken, dass vielleicht der Job auch nichts für sie ist. Ne? Ganz genau. Und wenn die denn vielleicht schon gekündigt haben, dann zerschießt man damit Lebensläufe. Und deswegen sage ich immer, lassen Sie uns erstmal kennenlernen. Sie ja. haben also dann Soft-Einstieg, die ne? Sicherheit, dass alles das, was ich erzählt habe oder meine Geschäftspartner, meine Führungskräfte, dass alles, was die erzählt haben, auch stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein Gefühl für denjenigen, weil mir ist ganz wichtig, wir sind ein tolles Team. Ich möchte auch nur Menschen da rein haben, die zu diesem Team passen. Deswegen, das Thema Charakter schwebt bei uns wirklich über allem. Cool, super. Ja, ich glaube, damit haben wir es ganz rund gemacht. Ne? Also, was ich da rausgezogen habe, und das, gut, du hast natürlich teilweise formale Sachen, also wobei auch da wird es, glaube ich, immer weniger. Also es gibt auch super Programmierer mittlerweile, die nicht Informatik studiert haben. Ja. Teilweise, ich glaube, einige der besten Programmierer der Welt haben das nicht studiert oder nur teilweise studiert und so weiter. Also das weicht sich, glaube ich, auch ein bisschen auf, dass du halt dir kein, so ein Muster ist natürlich immer einfach so eine Schablone. Wenn du sagst, die passt nicht in die Schablone rein, weg. Ne. Früher hatte ich jetzt mal bei einem Recruiter gesagt, ja, wenn kein Bild auf dem Lebenslauf ist, dann sagen wir ab. Ja, wo ich sage, okay, aber es hat nichts mit der Qualität des Kandidaten zu tun. Ob da ein Bild drauf ist oder nicht. Ja. Und ich hatte letztens einen Kunden, der hat dann gesagt, ja, nee, den laden wir nicht ein, weil der hat eine Krawatte an auf dem Foto und wir sind da ja, das ist nicht unser Stil. Und ich so, ja gut, das konnte der ja nicht wissen. Ja, ich glaube, der kann auch ohne Krawatte kommen. Das kriegen wir hin. Ja, also das sind diese ganzen Schablonen, die wir im Kopf haben, davon sollten wir uns lösen. Das macht es einfacher. Das Thema Diversität ist da drin. Ne? Also gemischte Teams in jeglicher Form und Farbe sind eigentlich das, was uns weiterbringt, weil wir halt dann auch die ganzen, gerade im Vertrieb, ne, weil wir uns ja auch auf unsere Klientel einstellen müssen. Ne? Ja, und dass wir, glaube ich, viel mehr auf diese Zwischentöne achten müssen. Gerade wenn wir jetzt keine harten formalen Themen haben. Ne? Also es gibt ja halt immer noch diese Grundregel, die ich immer jedem mitgebe, die ist don't hire assholes. Ne? Also keine Arschlöcher einstellen. Das hilft ungemein beim Betriebsklima. Und selbst wenn es der absolute Mega-Experte ist, don't do it. Also das ist in der Regel. Und andererseits dann halt sich auf das Thema Charakter, Einstellung konzentrieren und vielleicht auch das Thema Ziele. Ne? Was habe ich für Ziele im Unternehmen? Was hat er für Ziele? Und passt das irgendwie übereinander? Ja, absolut. Und ich denke, dann werden wir den War of Talents auch für uns entscheiden. Ja. Und über alle Branchen gilt das. Und wer heute noch glaubt, der ist noch nicht da, glaub mir, der kommt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und du merkst es vielleicht gar nicht, aber du hast ja immer nur einen gewissen Set an Kandidaten, die du dir angucken kannst. Ne? Und gerade wir als kleine und mittelständische Unternehmen, du bist ja als Unternehmer im Unternehmen da auch tätig, ne? Ja. Wir können halt auch, gerade durch dieses Persönliche, was halt ein großes Unternehmen nicht kann, und durch Speed, also durch schnelle Entscheidungen, dann einen riesen Vorteil haben. Sascha, vielen Dank. War wieder sehr erhellend für mich, also nochmal viele Ideen, die sich da wieder anders geordnet haben. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Über auf Facebook Kanäle, auf jeden Fall. Ja, Facebook, LinkedIn bist du jetzt auch aktiver, habe ich gesehen. Genau, Facebook, LinkedIn, Xing. Einfach eingeben auf Google, Sascha Rabe, Rabe mit einem A. Der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere. YouTube, also an der Stelle, ich bin erreichbar über alle Kanäle. Meine Handynummer ist da auch hinter und ansonsten über meine Homepage auch erreichbar. Also an der Stelle, glaube ich, wird jeder mich finden, Sascha Rabe, Rabe mit einem mit einem A, und auf Insta Sascha Rabe Karriere und auf Facebook Sascha Rabe, ihr professioneller Vermögensberater. Und du suchst ja auch noch neue Mitarbeiter, ne? Ich suche noch Geschäftspartner, weil wir haben sehr, sehr viele Bewerber, sehr, sehr viele Bewerber, und die wollen natürlich auch die Möglichkeit bekommen, mit jemandem ins persönliche Gespräch zu gehen. Also insofern, wir wachsen gerade extrem stark, und jeder, der da mitmachen will, jeder, der diesen Moment miterleben will, der ist genau bei uns richtig, mit einer höchsten Qualität, mit exzellenter Beratung und mit ganz viel persönlicher Nähe zu jedem Kunden und zu jedem Mitarbeiter. Cool,
Super, wir verlinken das alles in den Shownotes. Schön, dass du da warst. Ich mache den Abspann. Klasse. So, das war die Recruiting-Lüge, das Gespräch mit Sascha Raabe. Wenn du Fragen hast, wenn du mehr wissen willst, wenn du mir Feedback geben willst, wenn du Themen hast, Interviewpartner, die ich hier behandeln soll, komm gerne auf mich zu. Entweder per E-Mail über vertriebsfunk@xenagos.de oder halt ja auch über die ganzen Social-Media-Kanäle, also LinkedIn bin ich mittlerweile sehr aktiv. Xing kannst du mich erreichen, Facebook natürlich, Instagram auch. Ja, das sind so die Hauptkanäle, glaube ich. Und die Seite Vertriebsfunk natürlich, da findest du auch die ganzen alten Folgen. Also bei iTunes, glaube ich, hört es bei 200 Folgen auf. Wir sind jetzt bei 300 Ebbis, 350 oder sowas. Also wenn du die alten Folgen suchst, findest du die auf jeden Fall auf unserer Homepage oder auch immer bei Google. Also bei mir ist es ganz oft, wenn einer sagt, ja, da war doch mal eine Folge zum Thema so und so, ne, oder mit dem Professor Pinschulitz, die finde ich gar nicht mehr. Dann gebe ich immer Vertriebsfunk und das Stichwort ein, findest du immer sofort bei Google. Das ist relativ cool. Perfekt. Ja, schön, dass du zugehört hast. Ja, wir machen das Ganze ja nur für dich. Deswegen ist es auch gut, dass du zuhörst und mir Feedback gibst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Wenn du noch mehr lernen willst über Karriere, Vertrieb, mehr Umsatz und sicheres Wachstum, dann schau dir doch noch ein paar andere Videos an, die wir hier haben. Oder abonniere den Kanal, dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.